Ja, hallo, nochmal willkommen zurück. Mir ist das komplette System gerade mal abgestürzt. Zu heiß geworden, keine Ahnung, PlayStation gleich mit. Ich muss also die ersten beiden Rennen nochmal wiederholen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich beide Rennen auf den ersten Platz gemacht. Bin jetzt im dritten Rennen. Das Ganze hat jetzt etwa wieder 2 Stunden gedauert. Und jetzt habe ich auch das hier auf dem ersten Platz, sobald wir da vorne durchs Ziel kommen. Und dann sehen wir das Ende der Quest. Wundervoll. Mensch. Aber 3 Siege drin. Keine Ahnung, jetzt haben wir alles ausgegangen. Passiert. Mit voller Punktzahl. Es ist nicht zu fassen! Ein Jockey von Bills Farm hat sich den Sieg des Gold Cups gekrallt. Cloud Drive! Mit Siegen in allen 3 Rennen ist das ein beispielloser Gesamtsieg. Der Geheimfavorit aus den Graslanden schreibt damit eine neue Geschichte in der Welt des Chocobo-Rennsports. Da sind alle meine Schokobos. Moment, der goldene, den hatte ich noch nicht. Gut gemacht. Endgültig Platzierung, erst 45 Punkte, wir kriegen den Mantel des Schokobo-Königs, haben den beispiellosen Gesamtsieg und 200 Gold rausgeholt. Uiuiuiuiui. Cloud! Du hast es geschafft! Wir haben den Gold Cup gewonnen! Ja, schon gut. Nicht so fest. Klasse Rennen! Da ist er ja, der Trophäendieb. Du alter Halunke hast uns ordentlich die Show gestohlen. Hyperion hat sich aber auch gut geschlagen. Leider vergeblich. Diese Runde geht an dich. Hast ein gutes Händchen bei der Chocobo-Zucht. Du erinnerst dich doch an unsere Abmachung. Erzähl mir von meinen Eltern. Wie versprochen. Wusstest du, dass deine Eltern sich zusätzlich zu der Arbeit auf der Farm noch anderweitig für Chocobos engagiert haben? Es ging um den Schutz wilder Chocobos. Umweltveränderungen ließen die Zahl wilder Chocobos Jahr für Jahr zurückgehen, was auch zum Problem fürs Geschäft wurde. Jedoch wollte keiner etwas dagegen tun. Kein Wunder. Der Schutz der Umwelt kostet viel und verspricht keinerlei Profit. Dafür hat niemand auch nur einen Gill übrig. Und jeder hat nur die Augen verschlossen. Die einzigen, die etwas dagegen taten, waren deine Eltern. Die beiden besaßen, was es braucht. Das Talent, das Wissen und natürlich Leidenschaft. Leider fehlte es ihnen am nötigen Kleingeld. Durch den Kapitalmangel verschuldeten sie sich bis über beide Ohren, bis sie letztendlich an den übelsten Halsabschneider gerieten, der sich hier rumtreibt. Wer könnte das wohl sein? Don Corneo? Ich erfuhr erst später davon. Corneo agierte im Auftrag Shinras. Er war auf der Suche nach Probanden für dubiose Experimente. Um ihr Geschäft zu retten, willigten Will und Clara ein. Sie sahen keine andere Möglichkeit. Will kam eines Tages zu mir. Er bat mich inständig darum, sein Geschäft fortzuführen. Seine Liebe zu den Chocobos war grenzenlos. Ich ließ mich schließlich darauf ein und kaufte ihm sein Geschäft ab. Seitdem habe ich deine Eltern nicht mehr gesehen. Etwas später habe ich von Corneos und Shinras Machenschaften gehört. Doch gegen solche Gegner vermag auch ich nichts auszurichten, leider. Haben Sie über Chloe oder mich
irgendwas gesagt? Zu mir leider nichts. Glaubt nicht, sie hätten euch aufgegeben. Sie wollten euch beschützen, damit ihr eine Zukunft habt. Ihre Pläne sind gescheitert. Doch für eure Zukunft haben sie sich selbstlos geopfert. Sie übernahmen Verantwortung. Deswegen habt ihr die Farm behalten. Und auch weiter ein Dach über dem Kopf. Das wusste ich nicht. Ich habe von all dem gar nichts gewusst. Dass unsere Welt immer noch von wilden Chocobos besiedelt ist, ist zweifelsohne der große Verdienst deiner Eltern. Falls du dich dieser Aufgabe stellen willst, übergebe ich den Schutz der Chocobos wieder an dich. Profit solltest du dir aber nicht erhoffen. Ohne eine klug durchdachte Finanzierung seid ihr ohne viel Federnlesen schnell pleite. Besprich das in aller Ruhe mit deinem Großvater. Was sagst du? Wenn du richtig liegst, werde ich dir ein kleines Startkapital zukommen lassen. Nicht nötig. Das schaffe ich auch selbst. Mit Chloe und mit meinem Opa. Diese Starrköpfigkeit hast du von deinem Vater. Und die Willenskraft eindeutig von deiner Mutter. Ganz klar. Ich muss mich zusammenreißen. Das bin ich Ihnen schuldig. Ich kann das schaffen. Aber wenn Opa das wusste, warum hat er dann bloß so schlecht über Sam geredet? Vermutlich wollte er dich auf diese Weise beschützen. Corneo und Shinra sind sehr gefährlich. Wie ich Sam kenne, war er sicherlich auch einverstanden damit, die Schuld aufgeladen zu bekommen. Du willst Rache für deine Eltern? Schlag dir das lieber aus dem Kopf. Aber wenn sich die Chance ergibt, dann hilfst du mir doch. Ich bin der strahlende Sieger des Gold Cups. Für die Belange des Pöbels fehlt mir die Zeit. Oh. Das ist wohl wahr. Eieiei. Gut, dann hätten wir das jetzt. Das soll schon der zweite Teil der Folge sein, der kommt gleichzeitig quasi online. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich dann jetzt diesmal richtig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die uns vermutlich zum Battle Square führen wird, nehme ich an. Battle Square oder wobei, ich könnte auch erst ins Hotel gehen. Ich glaube, ich gehe erst in Ghost Square, mache da das Spiel fertig. Wenn wir hier hin müssen, um Dio zu suchen, dann haben wir nämlich auch noch die Möglichkeit, hier oben im Battle Square was zu machen. Und wir können in Event Square gehen. Ja, nochmal ein bisschen was zu tun, bevor wir dann Dio machen. Ich bedanke mich und bis dahin, euer Staffel.